Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu Let's Play Trüberbrook Part 2. Ich bin hier immer noch an der Gas Station, bin hier angekommen mit meinem überhitzten leeren Moped, hab das alles wieder zum Laufen gebracht, das Moped ist getankt, aber es ist immer noch zu heiß und ich kann hier leider nichts reparieren. Hier gibt es eine Kühltruhe, die ist zugefroren, aber ihr seht, da kann ich machen, was ich will. Da sagt sie immer, die ist nur zugefroren. Und bei meinem Moped könnte man jetzt mal probieren, ob ich da... Mit der Zange komme ich hier auch nicht weiter. Nee. Mit der Zange kann ich hier auch nichts machen. Es ist ja ein bisschen vertrickt und vertrackt. Ich weiß noch nicht, wie wir jetzt hier genau wieder vom Ort wegkommen sollten. Da müssen wir erst mal gucken, wie es überhaupt aussieht. Bin ich mal gespannt. Ah, hier sagt sie auch nur, dass es eingefroren ist. Zugefroren. Ja, genau. Vielleicht gibt es hier noch irgendetwas anderes am Himmel, aber ich glaube nicht. Ein paar dieser Sternbilder kann man auch von zu Hause. So, die Werkzeugkiste. Ah, hier kann ich ja irgendwas machen. Oh, was ist denn das? Irgendwie hat es mir gerade hier was angezeigt. Ah! Da kann ich was mit der Zange machen, Leute. Genau, das dachte ich mir doch. Aber im letzten Part, ich habe da nochmal geladen, war irgendwie mein Inventar leer. Warum auch immer. Ich habe hier auch einen Becher eingesammelt. Jetzt ist es alles wieder da, komischerweise. Im letzten Part war das dann irgendwie alle. Naja, dann passt das doch. Dann dürfen wir doch jetzt auch in die schöne Truhe reinkommen und können uns da mit dem Becher genau was von dem schönen Wasser hier aufschlürfen und damit unser Moped kühlen. Bisschen Kühlwasser nachfüllen. Eiskalt. Genau, was ich brauche. Jawohl. So machen wir das nämlich. Da können wir das Baby ja gleich mal schön befüllen. Hier, deine wohlverdiente Abkühlung. Yes. Na gut, dann geht's doch gleich auch mal wieder weiter. Dann fahren wir doch mal los. So, das hätten wir. Los geht's. 1967. Was für ein schönes Jahr. Nun komm schon, spring an. Schon wieder die Ölpumpe. Sieht so aus, als würden wir hier noch eine ganze Weile feststecken. Oh nee. Okay, Szenenwechsel. Ah, jetzt kommt erstmal das schöne Intro. Ah, das sieht schon geil aus. Wirklich alles wie so eine Landschaft. Eine Eisenbahnlandschaft. Miniatur-Eisenbahnlandschaft. Deutsches Entwicklerstudio. Ich glaube, über Kickstarter haben sie das finanziert. Ich habe mir auch extra keine Tests oder irgendwas angeguckt, weil ich mich da mal gerne selber vom Spiel überraschen lassen möchte. Und ich freue mich auch sehr drauf, weil so Mystery ist ja voll mein Ding und die sind ja so Fans gewesen, die Entwickler von Akte X und Twin Peaks und was es da nicht alles so gibt. Deswegen bin ich mal gespannt. Das scheint ja dann der Hauptprotagonist zu sein hier mit seinem VW-Bulli, der ja in den 70ern sehr, sehr berühmt war oder dort eigentlich berühmt geworden ist, könnte man sagen. Wurde von ganz vielen Leuten gefahren.
Da hinten ist der kleine Kurort Trüberbrook. Na, schauen wir doch mal. Das sieht doch gut aus. Haben sie auch noch so schön Filter drüber gelegt, dass es noch ein bisschen älter aussieht. Der Lazarus-Zwischenfall. So, und da sind wir doch schon. Deutschland, 1967. Ach so, das war noch eine Mitfahrgelegenheit. Er ist einfach weggefahren. Wann geht der nächste Bus zurück in die Stadt? Das ist unser Physiker mit der Denkblockade. Beverly, ich bin angekommen. Ausgespuckt in der düsteren Leere Europas. So gesehen könnte dieser Ausflug zum besten Urlaub aller Zeiten werden. Ich fühle mich schon richtig entspannt. Beverly, könnte das seine Frau sein, die wir eben gespielt haben? Möglich wär's ja. So, schauen wir mal, was es hier alles so zu entdecken gibt. Bis zur nächsten Stadt sind es zig Kilometer. Also irgendwo und nirgendwo. Ah ja, hier bin ich. Die Bushaltestelle. Mein Tor zur Außenwelt. Na, auf jeden Fall. Oh, herrlich. Guckt euch mal den Steg an. Sieht kalt aus. Ja, aber auch schön. Hier liegt der Boot. Was steht da drauf? Eurydike. Ich kann es nicht so richtig entziffern. Da ist der Lack ab. Ja, der Lack ist auf jeden Fall ab. So, mal gucken, ob es hier noch irgendwas zu entdecken gibt. Hades. Tretbootverleih, Souvenirs, Anglerbedarf. Geschlossen. Oh, Anglerbedarf, jawohl. Ich sag doch, hier gibt es bestimmt ein paar große Oschis hier drin. Ne? So, hier vorne ist die Speisekarte. Nee, oder halt die Preisliste. Tretbootverleih. Eine Stunde, eine Mark. Ach, die gute alte Mark, Leute. Also ich kenne nur die D-Mark. Die male Mark kenne ich nicht mehr. Eine Wanderkarte der Region. Bin ich noch der zu jung? Der obere Teil ist abgerissen. Ein schönes, kleines, beschauliches Städtchen hier. Was haben wir da? Ich frage mich, was das ist. Ja, das frage ich mich aber auch. Dann gehen wir mal weiter. Oh, ein herrliches Örtchen, Leute. Guckt euch das doch mal an. Und da sieht man es mal wieder, alles von Hand gebaut. Die Nach Steine. Kurzem Fußmarsch den Ort erreicht. Trüberbrook. Ein beschauliches Dörfchen. Wirkt etwas heruntergekommen. Ich muss zugeben, Beverly, ich habe mich jetzt schon in dieses Örtchen verliebt. Also gefällt es Ihnen schon mal ganz gut hier. So, da ist ein altes... Gartenzäune erinnern mich immer irgendwie an meine alte Nachbarschaft. Ein Gartentor. Vögelchen. Da ist sie das noch zu. Was ist denn das? Ein Fuchs oder ist das eine Katze? Das ist ja eine komische Katze. Sie sieht aus wie ein Fuchs. Na klar, das war doch ein Fuchs. Der alte Schlumpf. Das ist womöglich das Wahrzeichen des Ortes. Das ist die Königgasse. Oh, ist das cool gemacht, Leute. Jetzt würde man wirklich in so einem kleinen Ort rumlaufen. In der Auslage ist eine Auswahl lokaler Wurstspezialitäten und Fleischkreationen ausgestellt. Wurstebrei, Stippgrütze, Schlachteplatte, Potthucke, tote Oma. Die gute alte tote Oma, jawohl.
Aber das habe ich nie gemocht. Ich glaube, damals hat das mein Vater auch gerne gegessen. Das mit meinem Opa zusammen, meiner Oma. Nee, vor allem meine Oma, tote Oma gegessen. Das geheimnisvolle Dorf. Wer guckt sich sowas an? Das würde ich mir angucken. Ich meine, es gibt ja hier nichts anderes in dem Ort. Da muss man sich ja irgendwie beschäftigen. Da können wir gleich mal was aufnehmen. Ich habe das örtliche Kino gefunden. Möbius Palast. Western und Noir scheinen hier die beliebtesten Genres zu sein. Ja, es ist halt auch 1967. Das sollten wir nicht vergessen. So, hier geht's doch weiter hoch, aber wir können ja erstmal hier runter gucken. Pension Waldeslust. Oh, das hört sich schön an. Das muss meine Unterkunft sein. Okay, da ist er also. Was haben wir hier? Kleinanzeigen, Dorffest. Aushänge, Bekanntmachungen. Bald findet ein Dorffest statt. Aufregend. Schön, da könnten wir auf jeden Fall mal hingehen zum Dorffest. Und da würde ich sagen, wir haben jetzt nur unser Flugticket dabei. Und was hat er denn noch dabei? Wir können mit dem Koffer auch nicht wirklich schneller gehen. Aber ich will trotzdem nochmal hier hochgucken. Ich sollte erst einmal einchecken, bevor ich den Ort erkunde. Na gut, dann gehen wir erstmal zum Check-in-Schalter. Guten Abend. Ach, das ist doch. Das ist doch die gute Dame von vorhin. Keiner da, wa? Sieht glaub, nicht so aus. Das ist wirklich die Nora Tschirner, die da spricht. Das Mädel hier unten. Die mag aber keinen Kaffee und keinen Kirschkuchen. Das gibt's doch gar nicht. Guten Tag. Wo sind denn alle? Ich habe hier eben noch jemanden gesehen. Gucken wir uns mal alles an. Oh, sind das Angelrouten hier? Ziemlich viele Angeln haben sie hier. Ja. Das Menü des Tages. Nichts. Das Menü des Tages. Nichts. Da sind die Schlüssel. Es können nicht viele Zimmer vergeben sein. Alle Schlüssel sind noch da. Oh, eine schöne alte Lampe hier. Guckt euch an. So eine hatte meine Oma damals, glaube ich, auch im Wohnzimmer hier. Der schöne Retro-Look. Da habe ich mir so oft einen Schädel dran gestoßen, wo ich dann 16 geworden bin und in die Höhe geschossen bin. Junge. Ja, da geht's zum Zimmer. Da geht es zu den Zimmern. Aber ich müsste ja trotzdem erstmal einchecken. All diese schönen Menschen. Sven Oesterle, aka Sven Q45. Ah, das sind Zeichnungen bestimmt von den größten Kickstarter-Bäckern, nehme ich mal an. Das ist ja cool. Ich finde das aber schön. Das haben sie ja bei Kingdom Come Deliverance. Haben sie ja auch verschiedene Leute, die viel gebäckt haben, verewigt. In der Kirche als Zeichnung. Das finde ich ganz cool. Und stehen dann auch die Namen drunter. Muss sich um eine Art Ahnengalerie handeln. Thilo Walter Finger hat schon dreimal die Welt gerettet, doch niemand wird es je erfahren. Ha, ist das cool, haben sie sich schön ein paar Scherze erlaubt auch. Christian Huntley, Zweitplatzierter beim zweiten jährlichen Brezelwettessen. Oh, ein Zweitplatzierter vor allem. Lara und Jeff, Besitzerin des allseits beliebten Kaffeehauses Burg Trüberbrook, Kapitän des Kreisligisten SPVGG Vorwärts Trüberbrook 1887. Die coolen Zeichnungen. Maggie Bückert, Miterfinderin des belebenden Getränks Teespresso, fährt gerne Fahrrad, ohne es zu können. Wohnt zusammen mit ihren zwei rasierten Fantasiekatzen Butch Cassidy und Sundance Kid. Butch Cassidy? Ist das nicht einer aus von DC, der Butch Cassidy? Nee, ich überlege gerade. Ich weiß nur, dass da einer bei der Serie Gotham Butch hieß, aber der hieß nicht Butch Cassidy, aber das ist ein ganz bekannter Name. Verzeiht mir, wenn ich das nicht weiß. Alex Valero Danda. Einer Legende nach soll dieser junge und draufgängerische Musiker eine Kopie des Necromonicum an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main in Spanisch übersetzt haben, um Lieder darüber zu schreiben. Seitdem ist der spurlos verschwunden. Mhm. Okay. Dann hatten wir vorhin Sven, haben wir jemanden vergessen?
Sherman Archibald, Erfinder der auf Noten basierenden Programmiersprache Sherman, die weltweit nur von wenigen Experten beherrscht wird. Okay, dann war's das hier. Hier hinter geht's wahrscheinlich nicht. Können wir noch ein bisschen mit ihr quatschen, oder? Irgendeine Idee? Probier's einfach nochmal. Dann klingeln wir nochmal. Vielleicht kommt ja endlich mal jemand. Hallo? Ich gebe nicht auf. Ach, was ist denn Guten das? Guten Abend. Sie wünschen? Das war also auch ein bisschen beängstigend. Das Gewinnspiel? Sie wissen schon. Ich habe den Aufenthalt gewonnen. Gewonnen? Wie gewinnt man einen Aufenthalt in Trüberbrook? Tja, also, ich kann mich selbst gar nicht daran erinnern, bei einem Gewinnspiel mitgemacht zu haben. Aber ich habe diese Gewinnbenachrichtigung bekommen. Das war das andere, was er im Inventar hatte. Wie war nochmal der Name? Dr. Hans Tannhauser. Hans Tannhauser. Ich sag Doktor, ne? Wisst ihr gleich Bescheid hier, dass ihr mit mir keine Spielchen treiben Hans kann. Tannhauser. Dr. Hans Tannhauser. Tannhauser. Elevenhauser. Dr. Hans Tannhauser. Ja, richtig, hier steht's ja. Und sagen Sie, ist das Zimmer auch ruhig? Brauchen Sie es denn ruhig? Ich arbeite an einem Text und könnte etwas Ruhe gebrauchen. Text? Sind Sie ein Schriftsteller oder sowas? Im weitesten Sinne, ich bin Physiker. Eigentlich arbeite ich an einer Universität. So würde ich es nicht nennen. Ich mache Physiker, genau. Ich bin Physiker. Ich schreibe gerade eine Abhandlung über Quantenphysik. Macht ja nichts. Heute Abend ist das große Dorffest. Da könnte es etwas lauter werden. Oh, heute Abend ist das Dorffest. Ist hier von der Lautstärke her nichts zu befürchten, sag ich mal. Hier ist dein Schlüssel, Dr. Tannhauser. Ich bin übrigens Trude. Trude! Wo sind eigentlich all die anderen Gäste? Sagen wir mal so: Die Saison in Trüberbrook ist schon vorbei. Mir scheint, als wäre die Saison schon länger vorbei. Von mir in die Kamera guckt, mir scheint, als wäre die Saison schon länger vorbei. Schön, da sind wir erstmal angekommen. Dunkle Nacht, Tannhauser trifft einen Fremden. Das ist das Dorffest schon heute Abend. Mal gucken, was da abgeht. Da geht's bestimmt schön zur Sache. Schlechtes Wetter. Bitte, du musst mir helfen. Was war das denn? Ist der Typ gerade mit meinen Aufzeichnungen verschwunden? Beverly, etwas Ungewöhnliches ist passiert. Ich hatte einen ungebetenen nächtlichen Gast in meinem Zimmer. Jetzt ist er verschwunden. Ich nehme die Verfolgung auf. Hä? War der jetzt echt in unserem Zimmer? Was für ein Chaos. Mitten in der Nacht? Das kann doch nicht Warstein sein. Draußen sieht es ungemütlich aus. Na. Lieber nicht, sonst regnet es rein. Ist schon alles ganz schön duster. Lampe an, Lampe aus. Gruselig. Eine Art Seeungeheuer. Sieht aus wie Loch Ness. Muss sich um eine lokale Legende handeln. Ich würde gerne mal wissen, ob es den Ort wirklich gibt, Trüberbrook. Aber wahrscheinlich eher nicht, oder? So, mal gucken, ob im Kopf noch was drin ist. Ich will den Tatort nicht verändern. Ja, das will er nicht. Den Schrank hat der Dieb jedenfalls nicht durchsucht. Ja, immerhin etwas. Irgendwie schrullig, sich tote Tiere an die Wand zu hängen. Ist auch nicht mein Fall. So, das Bett brauchen wir erstmal nicht. Das ist ein Globus. Ist noch irgendwas anderes? Na gut, wir können doch mal. Ich will jetzt nicht zurück ins Bett. Ich habe eine Mission. Ja, wir nehmen die Verfolgung auf. Oh! Wo ist er hin? Sie
Sieht ganz schön müde aus, finde ich irgendwie. Dr. Tenhauser. Hier gibt es ja auch nicht mehr, aber wir müssen raus. Irgendwo muss der Kerl ja hin sein. Finstere Nacht. Im fahlen Licht der Sterne scheint das Dörfchen nur aus zackigen Schemen und Einsamkeit zu bestehen. Psst. Na? So spät noch unterwegs? Ach, da steht sie in der Ecke. Jemand war in meinem Zimmer. Kaum hier und schon heimliche Verehrer? Nein, ein Dieb. Glaube ich. Ich habe hier zwar niemanden gesehen, aber wenn ich du wäre, würde ich vielleicht diesen ziemlich auffälligen Fußspuren folgen. Da hast du wohl recht. Entschuldige mich bitte. Was für ein Humor. Hat er selber nicht gesehen. Aber läuft er jetzt praktisch automatisch erstmal hoch. Da könnte ich jetzt gar nicht mit dir quatschen. Die Situation wird zunehmend ärgerlicher. Ich bin dem Dieb meiner Aufzeichnungen in eine Art Sackgasse gefolgt. Und nun ist er verschwunden. So stehe ich hier am anderen Ende der Welt, meine Aufzeichnungen beraubt. Oh, das ist echt blöd. Ich frage mich, wer zum Geier eine Abhandlung über Quantenphysik klauen würde. Ja, das frage ich mich aber auch. Willst du eine gruselige Geschichte hören? Angeblich gab es hier in den Bergen einen protogermanischen Kult. Und die haben zu den Geistern hier in den Wäldern gebetet. Vielleicht ist dein Besucher ja so ein Geist. Was? Geister? Böse Geister? Ach Quatsch. Wie war nochmal dein Name? Tannhäuser? Tannhauser? Ich bin Gretchen. Ich bin Anthropologin. Rein zufällig sind diese alten protogermanischen Kultstätten mein Spezialgebiet. Irgendwo in der Nähe soll eine davon sein. Ich konnte sie aber noch nicht finden. Gretchen. Hallo. Das ist ja schön und gut, aber was mache ich jetzt bloß ohne meine Aufzeichnung? Weißt du was? Ich helfe dir, den Dieb zu finden. Wie es aussieht, hat er sich mit der alten Seilbahn in die Berge davon gemacht. Zufälligerweise muss ich auch dahin. Naja, du bist doch auch Wissenschaftler. Du kommst jetzt mit und hilfst mir suchen. Nach meiner Kultstätte. Wer weiß, vielleicht findest du ja auch deinen bösen Waldgeist mit Interesse für Quantendingsbums. Eine Hand wäscht die andere. Also, was sagst du? Kommst du mit? Ach, ist das cool, wie sie redet. Also, was sagst du? Ja, wenn sie Anthropologin ist, die gute Gretchen, dann kommen wir natürlich mit. Ist doch klar. Zu den Berggeistern? Nein, danke. Ich bin schon verabredet. Ich bin nicht so der anthropologische Typ. Rufen wir lieber die Polizei oder die Geisterjäger. Ja, komm, ich sag das erstmal. Ha, ich wusste doch, dass du Lust auf ein Abenteuer hast. Bist du Stadler? Ich bin Stadler. Morgenstund hat Gold im Mund und so weiter. Wir müssen einen Weg den Berg hinauf finden. Am einfachsten wäre es, die Seilbahn zu nehmen. Das hat sich wahrscheinlich auch unser Freund gedacht. Ganz so, in Ordnung sieht die Seilbahn aber nicht aus. Hat erstmal eine gequalmt. Ach, die kriege ich schon wieder hin. Wir haben doch eine Zange dabei. Kapitel 1. Oh, eine Trophäe haben wir erhalten. Willkommen in Trüberbrook. Jawohl, jetzt geht's hier so richtig. Langsam öffnet sich die Geschichte. Und es wird langsam schon mysteriös. Jetzt hat's der Hauptschlüssel fehlt und wir haben einen Marderschaden an der Hauptleitung. Ob das der Dieb gemacht hat? So, Vorschlag. Ich halte hier die Stellung und versuche mein Bestes. Schau du dich doch mal unten im Ort um. Wir brauchen den Hauptschlüssel für die Seilbahn und wir müssen irgendwie diese kaputte Hauptleitung überbrücken. Kannst du dir das merken? Ich versuche es mir zu merken. Los geht's. Das wird sicher ein Spaß. Okay, Hauptschlüssel für die Leitung. Und dann müssen wir das alles noch reparieren, aber schwer erstmal alles hier mir angucken wenigstens. Man kann über das ganze Tal schauen. Was sich am anderen Ufer befindet, bleibt ein Geheimnis. So, erste Aufzeichnung. Ein Aussichtspunkt weiter oben im Ort bietet einen herrlichen Ausblick über das ganze Tal. An die Reling gelehnt, die Nase im Wind, kann ich den Blick bis zum anderen Seeufer und in die Berge schweifen lassen. Ach, herrlich. Das mache ich auch gerne mal, wenn ich schön im Wald stehe. Und dann mal richtig schön tief einatmen. So, Gretchen. Wie sieht's denn aus? Kann ich noch ein bisschen mit dir quatschen? Hey.
Wegen der Seilbahn. Ich will erstmal alles abklappern hier und quatschen. Wofür brauchen wir nochmal den Schlüssel? Kurze Frage. Wofür brauchen wir nochmal den Schlüssel? Das war jetzt überflüssig. Wir brauchen den Hauptschlüssel, um die Seilbahn überhaupt zu starten. Frag doch mal unten im Ort. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Freilich. Ja, was ich noch fragen wollte. Was der Dieb wohl mit der Abhandlung will? Was der Dieb wohl mit meiner Abhandlung will? Kann nicht der Hellste gewesen sein. Wer soll sonst eine Abhandlung über Quantenphysik klauen? Na, außer es ist irgendwas Bahnbrechendes. Das wissen wir ja nicht. Und? Seit wann bist du so hier? Vorgestern. Kommt mir aber länger vor. Und erst der Nahverkehr. Servicewüste Deutschland. Servicewüste Deutschland. Aber wie bist du dann hierher gekommen? Individualreisen. Mit dem Motorrad natürlich. Wie bist du überhaupt auf Trüberbrook gekommen? Ich habe vorher noch nie was von dem Nest gehört. Aber ich bin ja auch nicht von hier. Ich habe schon länger versucht, den genauen Ort für diese Kultstätte zu lokalisieren. Und als ich ihn gefunden hatte, habe ich mich sofort auf die Socken gemacht. Die Leute hier sind nett. Aber schon noch ein bisschen seltsam, findest du nicht? Ja, also die Trude unten war auch ein bisschen komisch, wie sie da einfach hinter ihrer Rezeption vorgekommen ist. Jetzt, wo du es sagst? Erzähl mir was von dir. Was willst du wissen? Du kommst also aus den Staaten, hm? Aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Und wo genau? Woodinville, Washington. Nie gehört. Irgendwas Größeres in der Nähe? Seattle. Schon mal davon gehört? Ah ja, das kenne ich. Da bin ich mal lang gekommen. Du warst in den Staaten? Ja, einmal. Ist aber schon ein paar Jährchen her. Eigentlich war ich für eine Konferenz in New York City da, aber dann habe ich ein paar Leute kennengelernt und bin länger geblieben. Länger? Cool. In New York City? Na, nicht die ganze Zeit. Kleiner Roadtrip. Erst die Neuengland-Staaten, Boston, Waterville bis rauf zum Moosehead Lake, Mount Katahdin und so weiter. Dann durch Kanada und den Mittleren Westen, Montreal, Toronto, Detroit, Chicago. Immer weiter und weiter. Dann Washington State, da bin ich irgendwie hängen geblieben. Oregon, runter nach San Francisco. Oh, das waren noch Zeiten. Hui. Ja, da bist du ziemlich sicher an Seattle vorbeigekommen. Nee, das glaube ich nicht. Und da studierst du? Nein, studiert habe ich an der Ostküste, an der Cornell, Ithaca, bei Dr. Schrödinger. Sagt er dir was? Ah, na klar. Ach so, deshalb der Austausch hier nach Deutschland, verstehe. Austausch? Nein, eigentlich ist das Zufall. Ich habe die Reise gewonnen. Gewonnen? Frag mich nicht. Ich habe an keinem Gewinnspiel teilgenommen. Interessant. Aha. So, so. Ja, das ist doch aber schon komisch, oder? Wenn er die Reise gewonnen hat. Aber er hat eigentlich an keinem Gewinnspiel teilgenommen, dann würde ich doch schon gar nicht hinfahren. Also ich würde zumindest nicht hinfahren. So gutgläubig bin ich dann auch nicht. So, hier ist die Leitung. Da kann man ja noch nichts machen. Irgendwie müssen wir das doch repariert bekommen. Mal eine Gewisch kriechen. Oh oh. Alles okay? Hast du Hirnschäden? Hast du Hirnschäden? Oh, schön. Wie bekannt, haben Marder eine verhängnisvolle Liebe zu Kabeln aller Art. Im vorliegenden Fall muss es sich um ein besonders stattliches Exemplar gehandelt haben. Der Dicke des Kabels nachzuurteilen. Als Ausweg blieb ihm nur der Tod. Haha, ist das geil. Ah, das ist schon wieder so ein Kasten. Verschlossen. Ich frage mich, was das ist. Ja, aber da muss unten, da war ja auch noch so ein Kasten, da muss auch irgendwas drin sein. Der alte Generator läuft auf Hochtouren. Es schlagen schon Funken raus. Aber die Sets, die sie gebaut haben, das sieht doch echt geil aus. Dann halt noch die Figuren digital eingefügt. Echt cool. Hochspannung, Vorsicht, Lebensgefahr. Lebensgefahr. So, ist hier eine Telefonzelle, sehe ich das richtig? Hallo? Jemand da? Eine traurige Melodie. Was war das? Klingt. Das frage ich mich aber auch.
Die Zukunft scheint auch vor Trüberbrook nicht Halt zu machen. Weiter oben im Ort habe ich eine moderne Fernmeldeanlage für jedermann entdeckt. Für alle, die gerne wissen möchten, ob die Welt am anderen Ende der Leitung noch in Ordnung ist. Ja, da gab es dann die ersten Telefonzellen. Dem Geruch nach sind Kekse und Dauerlutscher drin verpackt gewesen. Wie kannst du das denn riechen? Kekse und Dauerlutscher. So, haben wir schon mal einen Karton. Würde ich sagen, gehen wir mal runter. Aber hier können wir nochmal einen Blick drauf werfen. Mit dem Fernrohr hat man sicher einen guten Blick ans andere Seeufer. Na los, werfen wir mal einen Blick rein. Man muss eine Münze einwerfen. Achso, gut, dann brauchen wir mal noch eine Mark. Erstmal runter ins Dorf, da müssen wir uns jetzt mal umhorchen, dass wir die Leitung irgendwie reparieren können. Ah, die Wäscheleine. Da oben ist eine Wäscheleine bis unter mein Fenster gespannt. Das ist bestimmt das Höschen von Trude, was hier drauf hängt. Das sehe ich doch gleich. XXXXL. Fumi und die Zeitmaschine. Ich liebe solche Streifen. Aber aus quantenphysikalischer Sicht sind sie natürlich völliger Quatsch. Ja, aber trotzdem cool. So, was haben wir denn hier? Noch ein Tischlein? Eigentlich ein ganz schöner Tisch. Seien Sie vorsichtig, der Tisch wackelt ganz schrecklich. Bleiben Sie lieber auf Abstand. Der Tisch wackelt so schlimm. So, wer bist denn du? Dieser Tisch, er wackelt. Hier geht einfach alles den Bach hinunter. Der war doch damals bestimmt im Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg mit dabei, so wie der aussieht. Guten Morgen. Der Herr? Ein schönes Plätzchen haben Sie hier. Es ist ein Trauerspiel, wie der Ort, wo die Hunde geht. Alles geht den Bach hinunter, genau wie dieser wackelige Tisch. Guten Morgen. Der Herr? Achso, mehr kann ich gar nicht, doch. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Ach, fragen Sie nicht. Selbst der Cognac will mir nicht so recht schmecken, so wie dieser grauenhafte Tisch immerfort wackelt. Okay, ich denke mal, den Tisch, den müssen wir reparieren. Das wird gar nicht anders funktionieren. Der Herr. So, können Sie mir etwas über die Seilbahn sagen? Können Sie mir etwas über die Seilbahn sagen? Ach, an die alte Seilbahn will ich gar nicht denken. Und dieser wackelnde Tisch ist einfach unerträglich. Wie er sich über Tische aufregt. Der Herr? Der kann sich auf nichts konzentrieren. Ach, schon gut. So, das Dorffest müsste eigentlich sein, oder war das jetzt nur gestern Abend? So, der steht auch auf so einem komischen Sockel, auf so einem Stein. Hilarius der Unberatene, Markgraf von Trüberbrook, Bezwinger des Drachen, Retter von Trüberbrook. Ja, im Jahre des Herrn 1250 Anno Domini. Das ist schon lange her, also gibt es den Ort auch schon ziemlich lange. So, und der Eisdiele ist ja nichts. Oh, da ist ein Eimer. Den Eimer scheint man aus rein dekorativen Gründen dort oben aufgehängt zu haben. Aber da füllt sich doch mit Wasser, wenn es regnet. Ist das so klug, dass den jemand auf den Kopf kriegt? So, schauen wir mal, ob jetzt hier vorne noch ein paar Leute rumlungern. Ansonsten würde ich noch mal ins Hotel gehen, vielleicht mit der Trude reden. Ah, da ist das Füchschen wieder. Die Katze schon wieder. Vor allem die Katze schon wieder. Ah. Aber hier scheint ja... Gucken hier beim Schilf. Röhricht. Das ist der Fachname für Schilf. Oh, das ist schon mal gut. Das könnte man doch als Überbrückung nehmen und dann irgendwelche Kabel zusammendrehen. Ein schöner, gesunder Baum. Acer pseudoplatanus. Bergahorn. Jawohl. Auch sowas mag ich, Leute. Ihr wisst ja, ich bin Gärtner. Obwohl ich jetzt sagen muss, das sieht nicht aus wie ein Bergahorn von den Blättern hier, aber es ist ja auch nur Modellbau, deswegen sehen die Bäume ja so aus, wie sie aussehen. Aber es ist cool, dass er das so sagt. Acer pseudoplatanus, genau. Es ist der Bergahorn.
Und der Arzer Platanoidus ist der Spitzahorn. So, aber hier scheint es ja nicht weiterzugehen. Kann ich den... Man kann sagen, kann ich den anspucken mit meinem Blasrohr. Aber da kommen wir ja auch nicht rein, da geht ja auch nichts. Das ist bestimmt auch verschlossen. Verschlossen. Gut, dann gehen wir mal zur guten Trude. Gucken, ob die noch irgendwas weiß. Kommen wir in die Tür rein hier? Nee, das scheint ja alles dicht zu sein. Ins Kino kommen wir auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich mit den Stückchen oder mit den Stückchen Schilf das irgendwie da drunter legen kann. Unter den Tisch, das können wir gleich gerne nochmal probieren. Oh, hier ist ja noch ein Fernseher. Und ein kleines Kind. Naja, Leute, das machen wir beim nächsten Mal, wenn es weitergeht hier mit Trüberbruck. Das nächste Mal sprechen wir mit Trude, mit dem kleinen Kind und versuchen da oben die Seilbahn wieder in Gang zu kriegen. Bis dahin, lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Oder ein Abo. Auf Instagram könnt ihr mich auch gerne mal besuchen. Da gibt es immer ein paar schöne Sachen von mir zu sehen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, ich bin euer Affenkönig Demich. Ciao.